Willkommen zurück in Silent Hill 4 The Room. Ich habe mich wieder ausgestattet mit Muni und diversen anderen Heilungsdingen, die wir jetzt gleich benutzen werden, wenn wir wieder bei Eileen sind. Denn die Arme ist ja ganz alleine und stark verletzt worden bei den blöden Wallman-Viechern. Die waren ja wohl echt voll blöd, denn die mag man ja sowieso schon nicht. So, und jetzt werden wir mal Eileen helfen, indem wir ihr eine Kerze aufstellen. Mein Schatz, die ist für dich, mein Liebling. Und dann gehen nämlich langsam... Daddy? Where's Daddy? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es geht dir mit der Kerze jetzt besser. Dann gehen nämlich ihre ganzen Verletzungen mehr weg und so, und das ist halt wichtig. Vielleicht lässt es sich auch gar nicht vermeiden, dass es ihr einfach voll schlecht geht mit diesem Bosskampf, wo sie ja dann immer so doof im Weg auch noch steht. Und wenn man dann auf die Wallman haut, ist es jetzt wieder besser, ja, ne? Ich finde, ja, es sieht auf jeden Fall viel besser aus. Naja, also sie sah auch schon mal besser aus. Je mehr man halt ihre rote, blutige Schrift wieder sieht, desto blöder. I'm getting tired. So. Ja, ich weiß, dass es dir blöd geht. Und hier ist auch total, gar nicht gruselig. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ein Roboter-Baby-Alien, der tanzt. Allein diese Aussicht auch hier bei diesem Silent Hill-See. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Was erwartet mich jetzt hier eigentlich? Warum? Ich fühle mich leicht beklemmt. Da sind Puppenköpfe. Das ist alles voll unheimlich. Naja, ist ja auch Silent Hill, ne? Ja, komisch, wenn es nicht so wäre. Was ist hier? Oh oh. 302. Oh. Da liegt ein Tagebuch auf dem Boden. Ich hatte heute diesen seltsamen Traum. Den mit dem langhaarigen Mann im Mantel. Er hat wieder geweint und nach seiner Mutter gesucht. Ich sah diesen Mann im Mantel vor 10 Jahren in diesem Wohnblock. Er ging die Treppe hinauf und trug ein schweres Werkzeug, eine altaussehende Schüssel und eine Tasche, aus der Blut tropfte. Danach sah ich ihn nie wieder, aber ein paar Tage danach beklagten sich die Nachbarn, dass aus dem angeblich leerstehenden Apartment 302 seltsame Geräusche kämen. Also sah ich mich in 302 um und fand Anzeichen, dass jemand darin gewesen war, aber sonst nichts. Aber damit fing dann alles an. Ich höre immer noch seltsame Geräusche, die vom Fenster von 302 kommen. Sunderland. Wie? Ach so. Der Papa von James. Okay. Kannst du... Wo guckst du hier gerade hin? Weil hier Kerzen sind, fühle ich mich gerade wohl. Aber ist das nur so, der Schein trügt, Eileen? Ich glaube, du guckst ganz woanders hin. Du guckst hier hin. Was ist das? Ja, nimm's doch. Das rote Ding. Hier sind ein altes Bilderbuch und ein rotes Buch. Es war einmal ein Baby und eine Mutter, die durch eine magische Schnur verbunden waren. Aber eines Tages wurde die Schnur zerschnitten und die Mutter schlief ein. Da war das Baby ganz allein. Aber das Baby gewann viele Freunde in Wish House und alle waren sehr nett zu ihm. Da war das Baby glücklich. Seine Freunde sagten ihm, wie es seine Mutter aufwecken könnte. Da ging das Baby sofort hin, um seine Mutter aufzuwecken, aber vergebens. So sehr es dieses auch versuchte, sie wollte nicht erwachen. Denn derjenige, den es versuchte aufzuwecken, war tatsächlich der Teufel. Das Baby war getäuscht worden. Armes Baby. Das Baby weinte und weinte und weinte. Wenn es an die Mutter dachte, erinnerte es sich an das Gefühl, mit ihr durch die magische Schnur verbunden zu sein. In jedem Moment brach ein Sonnenstrahl vom Himmel herunter. Das Licht war sehr warm und so fühlte sich das Baby gut. Als das Baby in seine Hand blickte, sah es da die magische Schnur liegen. Mit der Schnur in seiner Hand umklammert, schlief das Baby glücklich ein. Mhm. Blutroter Foliant. Jene, die Heilige Mutter genannt wird, sei auch nicht im geringsten heilig. Der Abstieg der Heiligen Mutter ist nichts als der Abstieg des Teufels. Die 21 Sakramente genannt werden, seien nicht im geringsten sakramental. Die 21 Sakramente sind nichts als die 21 Ketzereien. Ein Reich der Verderbtheit im gesegneten Reich unseres Herzens zu gebären, sei Blasphemie und das Werk des Teufels. Oha.
Wollet ihr den Abstieg des Teufels aufhalten, dann müsst ihr ein Stück vom Fleisch der Mutter des Beschwörers im wahren... Oh, nochmal. Wolltet ihr den Abstieg des Teufels aufhalten, dann müsst ihr ein Stück vom Fleisch der Mutter des Beschwörers im wahren Körper des Beschwörers begraben. Durchbohrt des Beschwörers Fleisch mit den 8 Speeren Leere, Dunkelheit, Düsterkeit, Verzweiflung, Versuchung, Ursprung, Wachsamkeit und Chaos. So wird des Beschwörers böses Fleisch wieder, was es einst war, durch die Gnade Gottes. Brauchen wir jetzt die Nabelschnur oder was, Alter? Überall Kerzen, wie gesagt, irgendwie gut. Gutes Gefühl, keine Geister, alles still, fest zu. Aber irgendwie auch unheimlich. Okay, hier ist ein weiteres Loch. Ich kann dann hier durch nochmal. Das sollte ich vielleicht auch tun, dann speichere ich da nochmal. Hier steht was. Das Tor zur Hölle. Warum muss ich diese Wand zerstören? Was, du sollst die Wand zerstören? Kannst du das denn? Kann ich die Wand zerstören? Was ist das hier? Boah, so viele rote Papiere. Was ist hier passiert? Überall ist Blut und Rost. Das ist mein Zimmer. Aber was zum Teufel ist hier passiert? Dieses Zimmer. Ist es wirklich mein Zimmer? Es sieht furchtbar aus. Die Luft ist so schwer. Mein Kopf schmerzt. Gruselig. Sieht aus wie ein Gesicht. Was zum Teufel schreibe ich da? 2. August. Joseph. Oh, der Joseph. Der tut mir auch echt leid, ne? Ich frage mich, ob der das jemals geschafft hat, halt. Es ist ein Stück rotes Papier. Ich kann die Wand nicht einreißen. 3. August. Joseph. Aber der hat ja versucht, rauszukommen. Oh, der Arme. Es ist ein Stück rotes Papier. Wenn die Glocken läuten, Eileen gleich Mutter, Mutters Körper, Blut. Was sagt Eileen wohl dazu, 4. August? Und noch eins. Der blutrote Foliant, ein Stück vom Fleisch der Mutter des Beschwörers im wahren Körper des Beschwörers begraben. Stück vom Fleisch, Hausmeisters Zimmer. Ich glaube, wir müssen diese Nabelschnur holen nochmal. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die brauchen. Aber sie sieht immer noch voll schlecht aus. Warum siehst du so schlecht aus? Ich habe dir doch eine Kerze gegeben. Und hier sind auch überall Kerzen. Hier ist doch gerade nichts los. Warum heilt sie nicht? Das ist voll blöd. Wir müssen hier das Ding irgendwie einschlagen. Warst du das? Ich gehe jetzt nochmal durchs Loch. Weil ich mich frage, ob wir ein Werkzeug brauchen. Ja, es war klar. Wenn die da wieder anfangen, fangen sie da auch an. Haben wir hier was in unserer Kiste schnell um die Ecke luken, was wir nehmen könnten, um die Wand einzureißen? Vielleicht das Stahlrohr? Das ja nicht, das ein Golfschläger auch nicht. Also mir fehlt da vielleicht der Baseball-Dings, der Aluminiumschläger. Der vielleicht, aber das, er hat eine Axt, ob er das damit eher macht? Oder finden wir in unserer Werkzeugkammer was? Wäre auch eine Idee. Hast du hier was in deinem Werkzeug? Öl, Kanister, schön. Werkzeuge und andere Sachen auf dem Boden. Weil so was wie ein Vorschlaghammer wäre ja eher jetzt was, ne? Ich wollte eigentlich noch gar nicht raus, aber ich habe hier auch nichts. Ja, womit können wir denn mal die Wand einhauen? Also wenn er hier jetzt nichts sagt, dann... Oder war da oben auf dem Regal noch was? Nee, ne? Im Moment gibt es hier nichts Interessantes. Da sagt er ja auch irgendwie nichts. Hier ist nichts Interessantes. Das Öl könnte man vielleicht ja auch nochmal irgendwie gebrauchen. Aber irgendwie... Nee, ne? Ja, schön. Kann ich jetzt eigentlich speichern oder sterbe ich dann?
Aber wenn ich schon mal hier bin, ne? Nach dem letzten Wallman-Scheiß weiß ich ja nie, was mich erwartet. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, dann nehme ich wenigstens den Baseballkram mit. So kann man ja wenigstens mal damit noch ausprobieren. Ach so, und nee, ein Gesundheitsdrink reicht. Ja, dann geh doch mal wieder durch. Wie kann ich die Wand einreißen? Oder ich habe es noch nicht richtig ausprobiert. So, dann lass ich mal durch. Geh doch mal zur Seite. Also damit nicht. Damit? Mit so einem stärkeren Schlag? So mega... Ja. Das sah super aus, Henry, aber hat wohl irgendwie nicht geklappt. Kannst du das irgendwie ganz blöd draufschießen? Klappt das vielleicht? Mhm. Nee, nicht wirklich. Ja. Das hast du toll gemacht. Was ist mit den Bildern? Kann man sich die eigentlich jetzt nochmal angucken? Nee, ne? Da sagt er nichts zu. Redest du mit mir, Aileen? Nee, auch nicht. Hä? Hä? Oh, sie sieht schlimm aus. It's him. You've done well to make it this far. Let me tell you something about him. Walter Sullivan. When he was a little boy, he began to believe that my apartment was actually his birth mother. He decided to free her from the stains and corruption of this world. At the orphanage, he learned of the 21 sacraments, the only way to purify her. He then performed the ceremony of the Holy Assumption and created this twisted world. Now, he's become nothing more than an inhuman killing machine. Well, he's dead now, but he's still trying to complete the 21 sacraments. His boyhood desire to return to the bosom of his birth has divided him. Now his child self has manifested itself in this world. And soon he's planning to finish his work, the 21 sacraments. Number 20, the mother reborn, Aileen Galvin. Number 21, the receiver of wisdom, Henry Townsend. Even now, it may not be too late. Follow the crimson tome. Stop him. If not, wherever you run, he will catch you. Find him. His true location. It must be nearby. You must kill him. You must kill him. Kill. 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 Kill.
Number 20. The mother was born. The Crimson Pole. Obey the Crimson Pole. Kill her. Must kill him. Kill her. Kill her. Kill her. Alles klar, es war ein bisschen jetzt wie eine Gehirnwäsche, was der Joseph Schreiber da von sich gegeben hat. Und ich check auch jetzt erst, dass das ja komplett unser Apartment auch ist. Natürlich erkennt man das wieder, aber irgendwie habe ich es im ersten Moment gar nicht kapiert. Aber alles ist so wie bei uns, nur dass wir halt wieder in so einer Parallelwelt sind. Und zwar in einer Parallelwelt von dem Joseph, der uns gesagt hat, dass wir uns jetzt natürlich, habt ihr ja selber gehört, nach dem blutroten Foliant richten sollen. Und jetzt haben wir auch eine Spitzhacke und auf dem Stiel steht Hoffnung. Sieht nicht so aus, als könnte ich sie als Waffe verwenden. Nee, du kannst sie aber... Wieso kannst du sie hier nicht verwenden? Wenn nicht hier, wo dann? Hä? Hä? Nimm doch die Spitzhacke, Mann. Muss bestimmt nur wieder richtig stehen. Kann ich hier nicht verwenden, kann ich hier nicht verwenden, kann ich hier nicht verwenden. Ja, natürlich nicht. Du stehst ja nur direkt davor. Ja, ist klar. Ja. Muss ich das kapieren? Wo willst du das dann verwenden, Mann? Können wir hier noch irgendwas nehmen? Muss er jetzt nochmal zurück ins richtige Apartment oder so? Hä? Ja, ich weiß nicht, was hier sein Problem gerade ist, aber er macht eins draus. Ich soll doch die Wand hier einhauen, oder nicht? Oder nicht? Hä? Oder wollte er das nur hier machen? Das Tor zur Hölle. Vielleicht hier eher? Sollst du das hier machen? Oder sollst du das ganz woanders machen? Ich hätte jetzt gedacht hier, weil er hier, das sieht so aus, als hätte er hier angefangen und, oder habe ich das jetzt falsch verstanden und er soll es gar nicht hier machen? Kann ich in der anderen Welt, oder kann ich irgendwo anders das machen, oder? Hm. Aber hier ist doch nichts, oder? Macht ja auch keinen Sinn. Also irgendwie verwirrt mich das. Kann ich hier nicht verwenden. Kann ich hier nicht verwenden. Ja, dann, dann geh mal rüber in die andere Welt. Das lässt sich da bestimmt verwenden an der Wand. Da hing doch die Spitzhacke jetzt auch drinne. Oder soll er sie... Aber wo sollen wir es denn hier machen? Das macht ja hier auch keinen Sinn. Hier bei der Geisterscheiße. Hört auf, mich zu erschrecken. Hier ist nichts. Was ist hier drüben passiert? Hier liegt jetzt was. Was ist das? Stück Papier. Was ist das?
An dieser Stelle erschuf er seine Welt. Ich bin sicher, dass er das Ritual der heiligen Himmelfahrt in der Nähe durchgeführt hat. Aber ich bin einfach nicht stark genug, um ihn aufzuhalten. Er schloss mich in diese Wohnung ein und spielte mit mir wie mit einem Spielzeug. Meine Augen fangen an zu erblinden. Der Schmerz. Ich fühle, wie mein Körper zu sterben beginnt. Aber alles ist geregelt. Wer auch immer nach mir hier wohnt, sie werden das 21 das letzte der Opfer sein. Ich überlasse es ihnen. Wenn die Glocke läutet, beginnt das Ritual. Aline, Mutters Körper, Blut. Stück vom Fleisch der Mutter, Hausmeisters Zimmer. Das ist alles, was ich herausfinden konnte. Ich hoffe, dieser Brief erreicht sie rechtzeitig. Der arme Mann. Und ich verstehe gerade nicht, was ich mit der Spitzhacke tun soll. Ja, das ist alles sehr unheimlich. Und scheiße. Und ja. Aber wir können ja schon mal den Baseballschläger wieder wegpacken. So. Und ja, Muni haben wir eh nicht mehr groß. Wir haben noch den Revolver zu unserer Verteidigung. Oh, es rauscht aber wieder. Hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Ja, wir haben auch wieder Geister als Freunde. Wir können ja vielleicht, ja, man könnte natürlich nach nebenan auch noch das da einhacken. Ob das geht, weiß ich aber nicht. Und ich weiß, dass es mir dann schlechter geht, weil da die Geister sind. Aber das wäre halt noch eine Möglichkeit, es da das nächste Mal zu probieren. Sonst mache ich mich einfach mal schlau, wo ich jetzt mit der Spitzhacke hin soll, um es nicht einzugehen, das Risiko. Und ja, ich bin leicht angespannt. Mal gucken, wie es dann so weitergeht mit Silent Hill 4. Bis dann!